So, da wären wir wieder. Und der ein oder andere mag mitbekommen haben, in den letzten Sekunden der letzten Folge sind hier noch neue Goblins aufgetaucht. Sind zwar auch keine Fernkämpfe, aber wir haben nicht mehr allzu viele Käfigfallen. Um genau zu sein, wir haben nur noch die beiden da. Dafür haben wir da noch eine Waffenfalle, die bringt vielleicht noch einen um. Und dann, was wäre dann? Dann wären jede Menge Türen im Weg. Und dann hätten sie einen direkten Zugang zu Turm Nummer 1, richtig? Ja, ist unser Hauptturm. Nicht gut, gar nicht gut. Aber gucken wir, wie sich das entwickelt. Zuallererst sollten wir den Alarm wieder anmachen, dass hier keine Zivilisten hier runterlaufen. Wenn der nicht schon an ist, ist er sehr gut. Das Problem ist nur, zu dem Inside gehört, glaube ich, auch der Bereich hier unten. Das sollten wir gleich mal überprüfen. Burrows war. Make Burrows W. Inside. Ja, das Stück gehört schon mal mit dazu. Das ist nicht so gut. Das ändern wir einfach mal ganz kurz. Wir würden gerne nicht den Deleten. Wir würden gerne nur diesen Unterbereich hier rausnehmen aus dem Burrow. Wie machen wir das? Define this Burrow mit Enter. Ja, jetzt können wir mit Enter was dazufügen. Wir wollen genau das Gegenteil machen. Wir können eine Farbe wählen. Wir können. Currently painting. Oh, currently erasing. Das hört sich doch gut an. Also löschen statt malen. So, schon gehört das nicht mehr zum Barrel dazu. Das bitteschön auch nicht. Das auch nicht. Und alles bis hier auch nicht. Den Bereich hier drunter lasse ich noch dazu, weil das ist ja unser Brunnen, der hoffentlich irgendwann mal Wasser liefert. Und da sollten sie auch im Alarmfall Zugang zu haben. Ist natürlich etwas ungeschickt, dass die Goblins jetzt direkt von hier reinkommen, aber na gut. Also, Escape. Alarm haben wir an. Wir könnten jetzt unsere Miliz auch noch aktivieren. Aber die sind noch sowas von grün in den Ohren. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir noch Ausrüstung für alle haben. Aber ja, hilft nichts. S, Shift A. Alle Mann bitte hierher moven. Dann gucken wir mal, wie schnell die jetzt sind. Oh, und hier haben wir auch noch zwei Waffenfallen. Ja, das hilft auch noch. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt runtergehen. Die Türen überprüfen. Die hier ist nämlich noch zugänglich und die auch. Jetzt ist die Frage, lassen wir die Goblins weiter reinkommen und in eine Falle tappen oder sperren wir sie aus und verzögern das Ganze dadurch? Ich glaube, wir sperren sie erstmal aus. Auch wenn das vielleicht gar nicht wirkungsvoll ist. Also ich glaube, dieses Abschließen, was wir mit L machen, gilt nur für die Zwerge. Für die Goblins sind die Türen so oder so immer zu. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber schaden kann es nicht, wenn wir sie abschließen. Also, Escape. Zeit weiterlaufen lassen. Und gucken, was passiert. Also, die Goblins nähern sich langsam und einer ist tot. Das ist schon mal sehr gut. Dass hier überall. Oh, das sind noch mehr. Einer flieht. Vielleicht ist er verwundet oder so. Aber soll mir nur recht sein. Das gibt der Falle Zeit, sich neu zu spannen. Der nächste, der reintritt, löst es gleich wieder aus. Es dauert auch nicht allzu lange. Also gut. So. Während die Goblins da unten drum rumstehen, gucken wir, wie viele Milizionäre denn schon da sind. 5 Stück. Das sind jetzt aber nicht zufällig 5 Stück, weil ich das einmal eingestellt hatte. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Mein Plan war, dass aus dem 10er-Trupp immer nur die Hälfte aktiv ist. Nämlich die Hälfte, die gerade nicht grumpig drauf ist. Aber ob das funktioniert oder nicht, war ich mir halt nicht so sicher. Aber vielleicht ist das jetzt ja auch nur ein Zufall. Ich lasse mal es weiterlaufen und schon sind 6 Stück. Ja, so viel dazu. Und warum sind 2 davon rot, Pfeil blinken nach unten? Also braun ist Hunger, blau war durstig. Was ist rot? Zustand, Wunden, keine. Ach so, er ist unglücklich. Warum bist du denn unglücklich? Oh. Sie hat ein Kind zu einer Tragödie verloren. Also ein Kind von ihr ist gestorben. Und sie hat eine schöne Tür angeguckt. Ja, das passt nicht so gut zusammen. Und was ist mit dir? Was ist bei dir los? Zustand? Hat auch ein Kind verloren.
stimmt. Mit der Migrantenwelle kamen ja auch recht viele Kinder. Die sind wohl alle weg. Gucken wir mal Einheiten. 1, 2, 3 Kinder sehe ich da noch. Also wahrscheinlich nur ein Kind gestorben und die beiden hier sind verheiratet oder das ist deren gemeinsames Kind. Deswegen sind die beide schlecht drauf. Oh, und hier ist auch der Chef des Ganzen. Also 3, 6, 8 Milizionäre hätten wir jetzt schon mal. Gucken wir mal, wie gut die ausgerüstet sind. Sie sollten mindestens eine Waffe in der Hand haben und 1, 2 Rüstungsstücke. Er hat 2 Mail-Shirts. Das ist schon mal sehr gut. Und 2 Paar Hosen, ist auch okay. Leicht angeschlagene Hoods, 2 Stück statt 7. Und sonst nichts an Metallrüstung, was ich sehen kann. Und er hat keine Waffe. Keine Waffe ist nicht so wirklich gut. Wie schaut es bei den anderen aus? Er hat eine Iron Mace in der Hand, das ist schon mal gut. Dafür sehe ich keine Metallrüstung, aber er hat ein Schild. Oh doch, und einen rechten Kupferhandschuh. Ja. Er hat eine Iron Mace, einen linken Kupferhandschuh und einen rechten Eisenhandschuh. Also die sind echt sehr, sehr schlecht ausgerüstet. Aber wenigstens hat ein Großteil Waffen. Oh, er hier ist ganz gut. Iron Mace, Steel Shield, Iron Mail Shirt, noch ein Iron Mail Shirt, noch ein Iron Mail Shirt und 2 Stahlhandschuhe. Steel Shield, Iron Mace, ja gut, also die meisten sind bewaffnet. Sie dürften einigermaßen Schaden verursachen. Aber wenn wir wirklich gegen 5, 6 Goblins kämpfen, würden wir verlieren, denke ich. Denn die Goblins sind ja standardmäßig immer mit ihrer Kupferbrustplatte und einer Waffe und einem ordentlichen Schild ausgerüstet. Also besser als unsere. Na gut, lassen wir Zeit weiterlaufen. Vielleicht tappt der nächste Goblin ja jetzt in die Waffenfalle. Das Ganze forcieren wir mal, denn wir müssen jetzt langsam ein wenig das Tempo anziehen. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann werden die Zwerge gleich wieder grumpig aus der Miliz. Und wir könnten jetzt nicht wirklich ein Tempertantrum gebrauchen. Also dass die Zwerge durchdrehen, weil sie zu unglücklich sind. So, also machen wir die Türen auf und gucken, wie es mit den Goblins jetzt geht. Also einer fängt gleich an, sich zu bewegen. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle reinstürmen, nur weil die Türen auf sind. Oh, was zur Hölle machst du da? Jen? Er macht Pickup Equipment. Wie jetzt? Also Pankolos läuft gerade in die Goblin-Armee rein, um sich auszurüsten. Machen das die anderen auch? Nö. Die anderen sitzen alle da und gucken zu. Also, wie er weggelaufen ist. Das kann nicht gut enden. Und er ist auch schon zu weit. Ich kann jetzt nicht die Tür wieder abschließen. Die Tür ist jetzt offen. Das heißt, es kann gut sein, dass wenn die Goblins ihn jetzt angreifen und töten, dass die Tür noch für eine Weile offen bleibt und alle rein können. Nur weil er seine Ausrüstung aufheben wollte. Wo auch immer die ist. Also entweder einer von den Goblin-Leichen oder irgendwo ist hier noch ein toter Zwerg, der irgendeinen Rüstungsgegenstand hat. Oh, und hier sieht man eine Nachricht. Door taken by invaders. Okay. Retake door to forbidden. Also diese Tür wurde von den Invaders benutzt. Und wir sollen sie jetzt wieder erobern, um sie zu verbieten oder wieder abschließen zu können. Nur wie wieder erobern wir die? Müssen wir eine Miliz hinschicken? Oder kann ich einfach D, B, C? Nö, kann ich nicht. Wäre ja auch komisch. Na gut. Das müssen wir dann auch noch prüfen. Aber erstmal Pankolos. Was machen wir mit Pankolos? Er hat eigentlich einen direkten Befehl, dass er nämlich seine Position halten soll mit den anderen Mitzilieren. Das macht er aber nicht. Er will was aufheben. Wir könnten jetzt versuchen rauszufinden, was er aufheben will und das verbieten. Nur wie? Also wir können unter Jobs gucken und hier ist Pankolos raussuchen. Pankolos da. Pickup Equipment. V. Oh ja, hier steht. Er hätte gerne einen Dog Leather Hood. Aber wir können nicht zu dem Gegenstand selbst springen.
können zu ihm springen, also zu Pankolos, und wir können zoom to BLD. Was ist BLD? Ich probiere es einfach mal aus. B? B, 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 B. Macht nix. Okay. Das ist jetzt komisch. Na gut, also er will ein, wie hieß das jetzt genau? V? Nein, nicht Sitangtung. Dog Leather Hood. Okay, machen wir das anders. Wir gehen jetzt in unsere Stockpiles rein. Suchen jetzt die Headwear. Und suchen jetzt einen angeschlagenen Dog Leather Hood raus. Der hat ein X gehabt. Ist ja nicht so, dass hier die Hälfte unserer Gegenstände ein X vorhat. Niam, 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 niam. Dog Leather Hood. Ich glaube, da war noch ein Strich. Also X, Klammer auf, Strich, Dog Leather Hood oder so ähnlich. Turkey Boost, Dog Leather Hood, da. Eins von den beiden könnte es sein. Sonst sehe ich hier keinen mit einem Strich. Hier unten sind die ganzen von den Goblins. Nee, das muss denn Cow Leather Hood. Wo war das jetzt gerade? Ah doch, da, Dog Leather Hood. Die beiden verbiete ich einfach mal. So. Auch wenn ich das garantiert später vergesse. Und jetzt drücke ich einmal kurz Punkt. Zack. Jetzt müsste ein Zug vorbeigegangen sein. Also One Step, wie es so schön steht. Und ich hoffe mal, das reicht jetzt, um seinen Auftrag aufzuheben. Gucken wir. Pickup Equipment. Nicht gut. Noch ein Punkt. Bewegt sich gar nichts. Er hat immer noch Pickup Equipment. Ja, es kann sein, dass es ein paar Züge mehr braucht, bis er versteht, dass er nicht mehr das Ding anfassen darf. Oder es waren die falschen Leatherhoods. Okay, neue Taktik. Wir gehen wieder hier hin. Gehen nochmal auf S, Shift A und nochmal auf M. Und machen jetzt da einen neuen Punkt. In der Hoffnung, dass der momentane Befehl hebt diesen Gegenstand auf, überschrieben wird durch den Befehl, nimm eine neue Station an. Okay, also runter. Und Punkt, 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 Punkt. Ich habe jetzt schon... Ah, er hat einen Schritt vorwärts gemacht. Das ist die falsche Richtung. Und hat immer noch Pickup-Equipment. Wie sage ich ihm jetzt, dass er fliehen soll? Und seine Skills sind alle eingerostet, weil er sie zu selten benutzt hat. Ich will nicht, dass Pankolos stirbt. Er ist einer der alten Zwerge. Und davon haben wir nicht mehr allzu viele. Die sterben ja alle reihum weg. Und es sind Goblin Spearmen. Ja, schade. Also ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie ich es hinkriegen könnte, dass der Pickup-Befehl überschrieben wird. Wir können jetzt die ganze Miliz runterschicken, aber dann sterben sie alle. Das heißt, wir schließen jetzt hinter Pankolos die Tür ab und gucken, was passiert. Und dadurch zögern wir auch nur heraus, dass die Goblins hochkommen. Aber wenn sie hochkommen, sind immer noch zwei Käfigfallen. Und dann wären mal wieder ein Drittel der Goblins weg und eventuell fliehen sie dann. Oh Mann, ich brauche echt eine funktionierende Miliz. Und zwar eine gut trainierte, gut ausgerüstete, aus zwei, drei Trupps bestehende Miliz. Das wäre echt schön. Das hätte ich von vornherein mal ein bisschen intensiver machen sollen. Na gut, hilft nichts. Wir schließen die Tür ab. Zack. Wir sind Kameradenschweine. Und gucken, was passiert. Tschuk, 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 tot. Was? Er ist nicht tot. Hey, da ist ein Goblin in die Waffenfalle gefallen. Deswegen waren plötzlich überall Blutspritzer. Das ist doch sehr schön. Er ist in einer unreachable Location. Ja, weil wir die Tür zugemacht haben. Wunden? Nur eine gelbe. Oh, da ist noch ein Trupp aufgetaucht. Aber dafür verlassen gerade die Händler ihren Posten. Das könnte unsere Rettung sein. Die werden nämlich jetzt auch wieder, wenn wir die Tür unten wieder aufmachen, dann werden die hier unten durchmarschieren mit ihren Wachen. Und die Wachen können dann hoffentlich hier was machen. Andere. Wie viele Invader haben wir? Eins, das sind fünf.
10 Invader, die wir sehen könnten. Na gut, Pangolos, halt dich. Wir machen die Tür da auf, damit die Wachen, die Händler raus können. Und ich sehe keinen Pangolos mehr. Ein Ambush, Kirsten, was sind die 9? Wo ist Pangolos geblieben? Er ist nicht tot, sonst hätte es eine Todesnachricht gegeben. Oh. Oder wir kriegen keine Nachricht, weil kein Zwerg das gesehen hat. Ich gehe mit V durch. Nee, hier ist... Ah doch, da V next. Das sind nur zwei verschiedene Goblins. Aber er hat ein paar mitgenommen. Hier ist einer, der ist ohnmächtig und hat 3 rote Stellen. Hier ist auch eine Verletzung. Boah, das ist ein gutes Ende. Ah ja, der ist auch schön angeschlagen. 4 graue Teile. Das rechte Bein ist vollkommen ab, der rechte Fuß zwangsweise auch, der linke Fuß auch, der humpelt oder kriecht jetzt hier noch weg. Und er ist auch angeschlagen. Na gut, ein Milizionär verloren. Und das war, glaube ich, auch der Anführer der ganzen Miliz. Das dürfte nicht sehr gut für die Moral sein. Aber gut, machen wir eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder. Dann schauen wir mal, wie die Karawanenwachen mit den Goblins umgehen. Oder auch nicht. Also bis gleich.